Und heute geht es um die Wirtschaftswissenschaften und vor allem um Adam Smith. Und Sie erinnern sich vielleicht, in der letzten Sitzung ging es um die Frage, was ist überhaupt Wirtschaftssoziologie und welche zentralen Annahmen hat die Wirtschaftssoziologie? Und die eine ganz zentrale Annahme der Wirtschaftssoziologie ist, dass man sich gesellschaftliches Handeln anschaut. Also sich fragt, wie Menschen je nach gesellschaftlicher Einbettung ganz unterschiedlich handeln, statt dass man fragt, wie ist denn der Mensch, was zum Beispiel jetzt eher Psychologen machen würden. Und warum diese soziologische Perspektive auf die Wirtschaft Sinn macht, das will ich Ihnen jetzt mal in einem Video zeigen, das übrigens auch der Grund war, warum ich hier gerade die ganze Zeit so wild rumgefuchtelt habe. Jetzt hoffen wir mal, dass das funktioniert. Jetzt muss ich, wo ich nicht sehr gut drin bin, sozusagen meinen Mauszeiger in der falschen Richtung bedienen. Und weil ich darin nicht so gut bin, drehe ich hier einfach mal diese ganze Konstruktion um. Dann weiß ich nämlich auch, wo ich hinzeige. Mache einmal so. Und das hier ist Franz de Waal, ein berühmter Primatenforscher. Und der hat, vielleicht finden Sie es lustig, die meisten finden es lustig, ein ganz lustiges Experiment gemacht. Genau. Warum habe ich Ihnen das gezeigt? Weil es natürlich auch an der Uni mal was zu lachen geben darf, aber weil es sozusagen den Hintergrund hat, dass es möglicherweise besser als ich, der jetzt hier lange noch mal probiert, Ihnen Marc Granovetter zu erklären, Ihnen die zentrale Annahme der Wirtschaftssoziologie zeigt. Also Sie haben gesehen, der kleine Affe hier, der mag nicht per se Gurken oder der mag nicht per se Trauben, sondern naja, der findet Trauben schon immer leckerer als Gurken, findet es aber vollkommen okay, eine Gurke zu bekommen, solange er nicht sieht, dass der andere Affe eine Traube bekommt. Und sobald der kleine Affe das sieht, ist genau dieselbe Gurke, die vorhin noch völlig in Ordnung war, sozusagen für ihn auf einmal katastrophal. Und das ist die Perspektive der Wirtschaftssoziologie. Also man schaut sich wie je nach sozialer Situation. Jetzt habe ich schon mal Ärger bekommen, damit will ich natürlich nicht sagen, Menschen sind so wie Affen, ja, aber nach Adam Smith würde es gewisse Ähnlichkeiten geben, auf die wir noch gleich eingehen. Die Grundidee wäre aber jedenfalls, dass man sagen würde, für denselben Akteur, würde man in komplizierter Soziologiesprache sagen, der ja eigentlich dieselben Präferenzen hat, der Affe hat sich ja nicht über die wenigen Sekunden verändert, ist einmal was okay, was ein paar Minuten später nicht mehr okay ist. Das heißt, es wird wenig Sinn machen, herauszufinden, wie der Mensch ist, weil was der Mensch, genauso wie das, was der Affe gut findet, kann sich von Situation zu Situation ganz, ganz schnell verändern. Das nochmal in ganz einfachen Argumenten ist die Argumentation der Wirtschaftssoziologie, die dann eben lautet, wir müssen uns soziale Situationen angucken, statt zu verstehen, wie der Mensch unabhängig von der sozialen Situation her so drauf ist. Okay. Die Frage der Soziologie ist dann also immer, wie ist die soziale Situation, in der gehandelt wird und nicht, wie ist der und der Mensch so drauf? Jetzt haben Sie ja gesehen, dass die Soziologie damit immer die Wirtschaftswissenschaft und das Menschenbild der Wirtschaftswissenschaft kritisiert. Und damit Sie das mal verstanden haben, Sie sollen hier sozusagen kein VWL-Studium in Mini bekommen, aber damit Sie diese Sicht der Wirtschaftswissenschaft erstmal ganz grundlegend verstehen, besprechen wir heute Adam Smith. Adam Smith ist sozusagen der Vater der modernen Volkswirtschaftslehre. Und diesen Namen sollten Sie darum nie wieder vergessen. Wer war also dieser Adam Smith? Ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, Ihnen immer mal ein kleines sozusagen Porträt zu geben, das wir uns dann ja hier auch gerne anschauen können und behalten können. Das haben Sie ja auch in den Folien. Und was sollte Sie jetzt an diesem Adam Smith interessieren? Adam Smith ist ein schottischer Moralphilosoph, der von 1723 bis 1790 gelebt hat, also grob 250 Jahre vor unserer Zeit. Und dass er ein Moralphilosoph ist, ist erstmal kein Zufall, weil es gab keine Wirtschaftswissenschaftler, es gab keine Philosophen. Es gab keine Wirtschaftswissenschaftler, es gab keine VWLer zu seiner Zeit.
Das heißt, Adam Smith hat sich vielmehr überlegt, wie kann eine Gesellschaft aussehen, die eine moralische Gesellschaft ist. Also die Idee der Wirtschaftswissenschaft, auch wenn Sie gerne als sozusagen Kapitalismusgegner sagen können, das ist alles ganz unmoralisch, aber die Idee der Wirtschaftswissenschaft ist eigentlich, wie können wir eine Gesellschaft schaffen, die moralisch gut ist, die man moralisch gesehen gutheißen kann. Und das hat sich Adam Smith auch als schottischer Moralphilosoph überlegt. Und das Verrückte daran ist, dass jetzt, 250 Jahre später, die Welt, in der wir de facto leben, eigentlich seine in die Realität umgesetzte Idee ist, wahrscheinlich, man kann es nicht genau sagen, aber wahrscheinlich in einem Maß umgesetzt, wie er nicht mal zu träumen gewagt hätte. Also wenn man sagt, ne, Philosophen haben vielleicht gar nicht so einen Einfluss, dann stimmt das sicher für die allermeisten Philosophen und Soziologen. Aber hier ist es tatsächlich mal der Fall, dass sich jemand was überlegt und unsere moderne Welt, zumindest unsere Art des Wirtschaftens, beruht eigentlich auf den Ideen, die Adam Smith hatte. Das heißt, wenn Sie Wirtschaft und Gesellschaft in Europa verstehen wollen, müssen Sie erstmal sich überlegen, was denn seine Blaupause für eine kapitalistische Wirtschaft war. Und die kommt eben von diesem Typ mit den lustigen Locken. Und das Interessante ist, dass der zwei ganz unterschiedliche Bücher geschrieben hat, aus denen man auch erstmal zwei ganz gegensätzliche Botschaften sehen kann. Die Hauptmessage von seinem ersten Buch von 1759, The Theory of Moral Sentiments, ist also, dass der Mensch an sich eigentlich moralisch ist. Da werden wir gleich in der ersten Hälfte drüber reden. Und die Hauptmessage seines zweiten Buches, das meistens mit The Wealth of Nations abgekürzt wird, ist, dass die Wirtschaft aber gerade nicht auf dieser beim Menschen vorhandenen Moral beruhen darf, sondern auf Eigennutz beruhen soll. Und die Wirtschaft soll gerade dann nicht auf Moral beruhen, wenn wir wollen, dass die Wirtschaft am Ende moralisch vertretbare Ergebnisse produziert. Das heißt, eine Wirtschaft, die auf Egoismus beruht, ist eine Wirtschaft, die am moralischsten ist. Und dieses Argument, das erkläre ich Ihnen heute. Sie sollen hier heute rausgehen, damit, dass Sie dieses Argument verstanden haben. Das hat immer so ein bisschen, ist das dann so, dass Sie jetzt nach der Vorlesung heute schwören könnten, dass ich irgendwie FDP-Mitglied sein müsste. Und nach der nächsten Vorlesung zu Karl Marx könnten Sie dann schwören, dass ich Linksparteimitglied sein muss. Aber sozusagen, das ist ja auch gar nicht meine Meinung, sondern ich probiere immer nur innerhalb einer Vorlesung, so gut ich es kann, dieses Argument so überzeugend wie möglich rüberzubringen. Fangen wir also damit an. Fangen wir mit der ersten Idee von Adam Smith an. Und das ist die Idee aus seinem ersten Buch, The Theory of Moral Sentiments. Und Sie werden sich heute daran gewöhnen müssen, dass es viele lange englische Zitate gibt, die aber wirklich ganz bekannt sind von Adam Smith und die wir jetzt uns auch ganz in Ruhe angucken. Und eines davon ist dieses hier. Ich würde sagen, schauen Sie sich es einfach mal in Ruhe an und versuchen Sie es so gut wie möglich zu verstehen. So, 1959 hat man ein bisschen anders geschrieben als heute vielleicht. Aber gehen wir das mal Schritt für Schritt durch. Also was sagt er im Wesentlichen im Deutschen? Es ist eigentlich egal, wie egoistisch der Mensch ist, wie selfish der Mensch ist. Es gibt einige Prinzipien in seiner Natur. Also Adam Smith sagt nicht, das muss den Leuten erstmal anerzogen werden, sondern er sagt, Menschen sind von Natur aus moralisch. Die dafür sorgen, dass er sich für das Glück oder Unglück der anderen interessiert, so dass ihr Glück für mein Glück notwendig ist. Obwohl ich dann nichts durchbekomme, dass sie zufrieden sind, außer die Freude, die ich empfinde, wenn ich merke, dass es ihnen gut geht. Und das ist, nach Durkheim kann man eigentlich sagen, Moral. Also wenn ich nichts davon habe, außer selber vielleicht die Freude zu sehen, dass es ihnen gut geht, das kann man eigentlich Moral nennen, weil ich ein Interesse daran habe, sozusagen, dass es ihnen gut geht.
Und das Ganze geht auch umgekehrt, übernächster Satz, that we often derive sorrow from the sorrows of others. Wenn es ihnen schlecht geht, dann leide ich. Und das muss man jetzt gar nicht so abstrakt machen. Ich denke mal, Sie kennen das an sich selber. Also wenn jetzt, weiß ich nicht, irgendeiner von Ihnen ganz furchtbar anfangen würde zu weinen, ja, dann würden wir wahrscheinlich nicht einfach alle so weitermachen, sondern wir würden merken, da krampft sich vielleicht sogar was bei uns im Magen zusammen. Oh Gott, hier muss ja was passieren oder so. Oder machen wir mal ein anderes Beispiel. Hier fällt jetzt eine Lampe runter und die fällt einem von Ihnen auf den Kopf und Sie brechen sich den Arm und schreien ganz furchtbar. Ja, natürlich würden wir nicht einfach jetzt hier die Vorlesung weitermachen und wir würden auch nicht sagen, ah ja, meine Mutter hat gesagt, ich muss mich da mal um Leute kümmern, wenn die anfangen zu schreien und sich den Arm gebrochen haben, sondern wir könnten es gar nicht mit ansehen, dass da jemand gerade irgendwie schreit und so Blutspritzer aus dem Arm kommen oder sowas. Ja, das wäre eine ganz natürliche Reaktion, die im Menschen angelegt ist und die wir gar nicht verhindern könnten. Und er sagt jetzt eben, diese Tendenz, this sentiment, like all of the other passions of human nature, is by no means confined to the virtuous or the humane. Also Sie müssen nicht Mahatma Gandhi oder Mutter Teresa sein, damit Sie, wenn Sie jemanden bluten sehen, da eine Reaktion drauf haben, sondern das geht eigentlich uns allen so. Und er geht sogar so weit zu sagen, der größte Grobian, der schlimmste Verbrecher, selbst der hat das. Also es mag ja sein, dass es ein paar Psychopathen gibt oder so, ja, aber in aller Regel, selbst wenn Sie ein ganz fieser Typ sind, dann haben Sie eigentlich dieses Gefühl. Und welches Menschenbild steht dahinter? Ja, heute bei neuerer Forschung würde man sagen, dass Primaten Spiegelneuronen haben. Also im Gehirn von Primaten, auch von Menschen, gibt es einfach Nervenzellen, die beim Betrachten eines Vorgangs das gleiche Aktivitätsmuster zeigen, wie wenn einem genau das selbst passiert. Wenn Sie also betrachten, wie jemand Schmerz oder Freude hat, dann empfinden Sie selber Schmerz oder Freude. Ich meine, Sie kennen das, Sie nicht, ne? Sie haben mit dem Kopf geschüttelt. Gut, jeder Jack ist anders. Und Sie kennen das. Sie lächeln zum Beispiel meistens zurück, ob Sie wollen oder nicht, wenn jemand Sie anlächelt oder sowas, ja? Und es macht deswegen für den Menschen Sinn, die Folgen des eigenen Handelns für andere zu bedenken. Ja, wenn ich Ihnen was ganz Furchtbares antue, dann muss ich ja danach mit ansehen, wie schlecht es Ihnen geht und dadurch geht es mir selber schlecht. Das heißt, da wird es dann langsam kompliziert, ich habe sozusagen ein egoistisches Interesse, an Sie zu denken. So, und ob man das dann noch Egoismus nennt, da würde ich dann sagen, und da würde dann Adam Smith sagen, das kann man dann pragmatischerweise Moral nennen. Sie haben es ja gesehen, also immer wenn Ihr Wohlergehen in meinem Sinne ist, das kann man dann einfach Moral nennen. Und diese Moral würde er tatsächlich sagen, die ist biologisch, die muss uns nicht anerzogen werden, wir leiden mit, wenn andere leiden und es freut uns, wenn es anderen gut geht. So, und jetzt stellt sich aber die große Frage, wie kann es sein, dass der Mensch, der dieses Buch geschrieben hat, jetzt aber sagt, dass die Wirtschaft gerade nicht auf der Moral basieren darf, die Menschen haben. Das war dann eben sein zweites und viel, viel berühmteres Buch, 1776, The Wealth of Nations. Und schauen wir uns da mal das vielleicht wichtigste Zitat an. Ganz viele kennen diesen Adam Smith-Satz, it is not from the benevolence of the butcher, the brewer or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. Also es ist nicht von der Gutmütigkeit, von der Wohltätigkeit des Schlachters, des Brauers oder des Bäckers, dass wir unser Abendessen erwarten, sondern wir erwarten, dass wir das bekommen, weil der an sich selber denkt. Und was ist damit jetzt genau gemeint? Ich glaube, erstmal kann man sich das ganz klar machen, wenn Sie jetzt, das kann ja mal passieren, also es gibt sozusagen Bettler, die gehen vielleicht in eine Bäckerei und sagen, ah, kann ich nicht ein Brötchen haben oder so. Aber für sie ist es ja ganz selbstverständlich, dass sie, gehe ich jetzt mal von aus, wenn sie in eine Bäckerei gehen und sie wollen sich ein Brötchen kaufen, nicht sagen, ach, bitte gib mir das doch so, bitte gib mir das doch so. Sondern es ist natürlich für alle ganz klar, ich habe mehr davon, wenn ich dein Brötchen bekomme und du hast mehr davon, wenn du zum Beispiel meine 2,50 Euro bekommst. Das heißt, es ist ihnen so völlig selbstverständlich,
ich profitiere davon und sie profitieren davon und sie probieren gar nicht erst, dessen Herz zu erweichen. Aber wir sind doch eigentlich alle moralisch. Warum können wir das dann nicht machen? Warum können wir nicht gegenseitig unsere Herzen erweichen? Der Grund, warum die Wirtschaft nicht auf moralischen Bindungen basieren kann, ist nicht, sonst hätte er das erste Buch ja nicht geschrieben, dass der Mensch nicht zu moralfähig ist, sondern der Grund ist vielmehr, dass wir in einer arbeitsteiligen Wirtschaft gar nicht alle Menschen kennenlernen und zu ihnen Sympathie aufbauen können, die wir brauchen, um mit ihnen Handel zu treiben. Die allermeisten Menschen, ich meine, wir haben hier noch eine sozusagen halbwegs persönliche Bindung. Sie könnten kommen, sie könnten danach mich irgendwie ansprechen oder so. Aber die allermeisten Menschen, die auf der anderen Seite von der Webseite oder sowas sind oder die den Zug fahren, wenn er denn fährt, oder die ihre Brötchen backen, die treffen sie ja gar nicht. Sie können nicht anfangen, mit denen irgendwie Bindungen aufzubauen und zu sagen, hey, sei du doch mal so nett zu mir, komm, ich bin ja auch nett zu dir. Das heißt, unsere Gesellschaft ist so arbeitsteilig organisiert, dass wir von so vielen Menschen abhängen, dass dieser Zirkel viel zu groß wäre, um das noch über Sympathien, die man erstmal langfristig aufbauen müsste, zu regeln. Und diese zweite große Idee von Adam Smith, das ist die Idee der Arbeitsteilung. Das heißt, die erste Idee ist, dass die Wirtschaft auf Egoismus basieren muss. Und die zweite große Idee ist, dass die Arbeitsteilung, die sich dann einstellt, für alle besser ist. Und jetzt würden wir sagen, ja, okay, ist ja irgendwie logisch. Keine Ahnung, vielleicht backe ich gerne und dann mache ich mir meine Brötchen selber oder vielleicht stricke ich gerne und dann mache ich mir sogar meinen Pulli selber oder sowas. Aber generell leben sie ja auch alle ganz selbstverständlich in einer Welt, wo, ich meine, es gibt immer mal diese lustigen Geschichten, irgendwer, der 5 Jahre im Wald überlebt hat oder so, ja, aber die allermeisten machen das nicht. Das heißt, sie alle lassen sich eigentlich auf ein Spiel ein, wo sie ganz selbstverständlicherweise es für in Ordnung halten, dass andere Menschen fast alles für sie tun, was sie brauchen und dann erlernen sie irgendeinen sehr spezialisierten Beruf, wofür sie Geld bekommen und andere Leute dafür bezahlen können. Und das war aber nicht immer so. Vor Smith gab es den Merkantilismus. Und der Merkantilismus hat argumentiert, dass ein Land mehr exportieren als importieren sollte. Denn, ganz banal, dann kommt mehr Geld rein, das man irgendwann wieder ausgeben kann, wenn man was braucht, als rausgeht. Und wenn Sie so wollen, ist Deutschland immer noch merkantilistisch, wenn es stolz darauf ist, Exportweltmeister zu sein. Und Adam Smith sagt dazu, nein, das ist eigentlich falsch. Handel ist eigentlich immer gut, egal ob man damit jetzt gerade mehr einnimmt oder ausgibt. Warum? Dahinter steht wieder ein bestimmtes Menschenbild. Nämlich das Menschenbild, das Handel zu treiben, für Menschen normal und auch wieder geradezu natürlich ist. Also es liegt in der Natur des Menschen, dass der Mensch Handel treiben will und dabei das Beste für sich rausholen will. Warum jetzt gleich in der Natur des Menschen? Das hat man ja nicht so gerne in der Biologie oder in der Soziologie, dass man so direkt sagt, biologisch gesehen ist der Mensch so und so. Das mag man ja nicht so gerne, wenn man irgendwie Pädagogik macht oder Soziologie, weil dann will man ja das Gefühl haben, dass man den Leuten sozusagen alles anerziehen kann. Aber diese großen soziologischen Theorien sind eben auch immer Theorien darüber, wie der Mensch ist. Und dafür, dass Handel in der Natur des Menschen liegt, dafür bemüht Adam Smith das Beispiel von einem Stamm. Jetzt stellen Sie sich mal so einen Stamm vor. Da gibt es vielleicht eine Person und die jagt total gerne Wildschweine. Die ist da auch irgendwie geschickter drin, das macht ja auch Spaß und die fängt irgendwie die besten Wildschweine. Und eine zweite Person, die kann da aber nicht so viel mit anfangen, die ist da auch nicht so gut drin, die backt aber total gerne Brot, weil ihr das besonders viel Spaß macht, weil sie das besonders gut kann, warum auch immer. Und was passiert jetzt? Derjenige, der gerne Wildschweine fängt, der wird natürlich immer besser darin, weil der macht das ziemlich viel und dann wird er ein immer besserer Wildschweinjäger. Und derjenige, der gerne Brote backt, der kann halt immer wieder sagen, ah, ich habe jetzt mein Rezept noch mal ein bisschen verfeinert. Der wird sozusagen immer besser darin, immer leckerere Brote zu backen. Jetzt hat aber irgendwann der Bäcker so viel Brot rumliegen und der Wildschweinjäger so viele Wildschweine gefangen, weil die das eben beide so gut können, dass die sagen, was mache ich denn jetzt damit? Und dann merkt der, ah ja, okay, ich würde mir ja gerne meine gebratene Wildschweinscheibe auf ein Brot legen. Und der Bäcker sagt, ja, einfach immer nur das Brot so essen ist ja auch doof. Ich fände es ja ganz cool, wenn ich so ein Stück Wildschwein für mein Brötchen hätte. Das heißt, was wird passieren? Der Jäger und der Bäcker
sagen zueinander, wie wäre es eigentlich, wenn ich dir mal ein paar Brötchen gebe und du mir mal ein paar Wildschweine gibst und dann sind wir eigentlich beide besser dran. Da musst du nicht immer Brötchen essen und du nicht immer Wildschweine. Und die Alternative, dass der Bäcker sich gleichzeitig auch noch seine Wildschweine fängt und dass der Jäger sich auch noch gleichzeitig seine Brötchen bäckt, die würde ja auch nicht so gut funktionieren, weil jeder von beiden das eine von beidem eigentlich nicht so gut kann. Stattdessen gibt jeder von beidem das ab, was er im Überfluss hat und bekommt dafür, was ihm fehlt und bekommt dann aber das, was der andere im Überfluss hat. Und wenn das jetzt alle machen, es geht ja nicht nur um Brötchen und um Wildschweine, dann kommt es in diesem Stamm zu einer immer größeren Spezialisierung. Also der eine sagt dann vielleicht, ja, okay, ich mache jetzt die Speerspitzen und die nächste sagt, ja, und ich bin total gut darin, Fallen zu bauen. Und noch wer anders sagt, ja, okay, ich mache euch jetzt eure Kleidung. Das heißt, diese Arbeitsteilung, die wird ganz automatisch passieren und die wird immer stärker, weil sein Argument auch ist, vielleicht sind die Menschen am Anfang alle gar nicht so unterschiedlich. Vielleicht können die alle ungefähr was relativ Gleiches und es ist fast egal, womit man erstmal angefangen hat. Aber wenn man damit angefangen hat, dann wird man darauf natürlich immer spezialisierter. Also vielleicht konnten sie sogar mal besser Brötchen backen als Wildschweine fangen. Aber nachdem sie 5 Jahre Brötchen gebacken haben, sind sie vielleicht ein so guter Bäcker geworden, dass sie es besser können als ihre eigentliche Neigung, Wildschweine zu fangen. Das heißt, die Menschen können eigentlich auch sagen, ja, ich mache einfach das, worauf ich am meisten Lust habe und werden dann einfach nur, weil sie es machen, darin immer besser. Und dadurch geht es allen besser, nicht nur, weil jeder macht, was er am besten und vielleicht auch am liebsten kann, sondern natürlich, die Frage ist dann immer, wie verteilt man das, aber es ist erstmal viel mehr da, dass man verteilen kann. Ja? Der Bäcker produziert Riesenmengen an relativ gutem Brot, der Jäger fängt Riesenmengen von Wildschwein. Und wie man das dann verteilt, ist eine Sache, aber eine Gesellschaft, in der es mehr Brötchen und mehr Wildschweine gibt, ist natürlich besser als eine Gesellschaft, in der es weniger zu essen für alle gibt. Sei es, weil die ansonsten bisher alle hungrig waren, sei es, weil man dann einfach sagen kann, ach ja cool, ich bin jetzt so gut geworden im Brötchenbacken, ich muss jetzt gar nicht mehr 40 Stunden pro Woche arbeiten, ich kriege das auch in 20 Stunden hin oder sowas. Ja? Das heißt, alle haben mehr zu essen und alle können das machen, was ihnen eigentlich besser gefällt. Und das ist praktischerweise sogar noch ein System, das in der Natur des Menschen liegt, weil es sich eben ganz natürlich ergibt. Und er hat auch ein ziemlich gutes Argument, warum das den Menschen ausmacht. Ihm fällt nämlich ganz einfach auf, es gibt niemand außer dem Menschen, der Handel treibt. Das ist auch wieder so ein ganz berühmtes Adam Smith Zitat, ein Hare ist ein Hase. Schauen Sie sich's mal erstmal an und gucken Sie, ob Sie es so verstehen. Ich mache das dann immer so, wenn viele noch hingucken, mache ich Pause. Wenn viele nicht mehr auf den Bildschirm gucken, denke ich, sie haben wahrscheinlich fertig gelesen. Okay, also was will er damit sagen? Er probiert so ein bisschen zu sagen, wo ist die Grenze vom Menschen zum Tier? Und er sagt, was man schon durchaus mal gesehen hat in der Natur, ist, dass zum Beispiel zwei Jagdhunde zusammen einen Hasen jagen. Das ist aber nicht so, dass die sich irgendwie dazu verabredet hätten und überlegt hätten, dass das so besser für sie wäre, sondern es ist einfach zufälligerweise so, dass die in dem Moment eine Passion für dasselbe Objekt haben. Ja, die haben den beide gesehen, rennen dahin und kriegen es dann vielleicht hin, den so ein bisschen zueinander zu jagen oder sowas. Aber was man eben noch nie gesehen hat, ich habe noch gerade probiert, nach lustigen Internetbildern zu suchen, um Ihnen das mal so deutlich zu machen, habe aber leider keins gefunden. Also stellen Sie sich vor, da ist so ein Hund und der gibt einem anderen Hund was, ja, vielleicht einen Knochen. Und dann sagt der andere Hund, ja cool, und hier ist jetzt aber ein Spielzeug für dich oder sowas. Das hat man eben einfach noch nicht gesehen. Es gibt vielleicht in Grenzen sowas wie der eine Schimpanse laust den anderen oder sowas. Aber was es wohl tatsächlich nur bei Menschen gibt, ist zu sagen, ich gebe dir etwas und irgendwann später, zum Beispiel weil ich zwischendurch einen Schein oder eine Münze von dir bekommen habe,
gibst du mir diesen Schein oder die Münze zurück und dann kriegst du von mir aus was ganz anderes von mir. Und das kann ein Jahr dauern, das kann ein halbes Jahr dauern. Du kannst diesen Schein auch deinen Kindern geben oder denen an Weihnachten verschenken. Dann können die mit dem Schein ankommen. Und das ist ja eigentlich einfach nur Geld. Also es ist eigentlich eine Schuldverschreibung, die bedeutet, ich habe hier gerade was für dich gemacht und irgendwann kannst du mit diesem Stück Papier, das ich dir dafür gegeben habe, zu mir zurückkommen und dann musst du was für mich machen oder umgekehrt sozusagen. Und er sagt, ja, man nenne mir ein Tier, bei dem man das mal gesehen hätte, es gibt keins. Das heißt, da der Mensch das einzige Wesen ist, das auf dem Planeten Erde wandelt, das dies tut, muss wohl Handel treiben tatsächlich in der Natur des Menschen sein. Und das Schöne ist, das funktioniert eben laut Smith auch und gerade dann, wenn alle egoistisch sind. Ja, weil ich muss ja nicht sagen, ich gebe dir jetzt dieses Stück Brot, weil ich bin so nett. Ja, sondern ich sage, nee, ich gebe dir dieses Stück Brot, weil ich von dir aber gern ein Wildschwein haben will. Weil ich mit dem Wildschwein besser stehe als mit meinen ganzen Broten, die habe ich ja im Überfluss. Und du stehst ja umgekehrt besser, wenn du ein paar Brote hast und nicht mehr ganz so viele Wildschweine. Und das ist das Nächste, was Sie von Adam Smith wissen sollten. Es ist eine unsichtbare Hand, die dafür sorgt, dass die Bedürfnisse von allen dabei optimal befriedigt werden. Also Adam Smith wird immer mit dieser unsichtbaren Hand zitiert, obwohl die, glaube ich, irgendwie erst auf Seite 738 mal einmal kurz vorkommt. Aber so kann man sich das ganz gut vorstellen. Also es gibt, jeder verfolgt einfach sein ganz egoistisches Interesse und hinter dem Rücken der Menschen ergibt sich dadurch, durch diese unsichtbare Hand, das Beste von allen. Warum eigentlich? Naja, weil es so lange Preisanpassungen gibt, bis es keinem mehr besser gehen kann, ohne dass es einem anderen schlechter geht. Das nennt man Pareto-Effizienz. Und was heißt das? Stellen Sie sich mal vor, der Bäcker kommt jetzt auf die Idee zu sagen, ich nehme euch jetzt alle aus. Ich werde jetzt einfach meine Brötchenpreise immer weiter erhöhen und dann bin ich hier irgendwie der reichste Typ vom Dorf. Naja, okay, das kann er natürlich mal anfangen, aber das kann er auch natürlich nur so lange machen, wie er tatsächlich diese Brötchen schneller und besser backen kann, als die Alternative, dass entweder die Leute sagen, dann backe ich halt wieder meine eigenen Brötchen, so wie früher, oder dass jemand anders aus dem Dorf sagt, der Typ ist so teuer geworden und so lecker sind die Brötchen auch nicht, dann werde ich jetzt einfach hier der Bäcker vom Dorf. Das heißt, und das ist der ganz große Trick, selbst wenn der Bäcker so egoistisch ist, wie er sein möchte, also wenn er probiert, so egoistisch zu sein wie möglich, muss er ein Angebot den anderen machen, das sich für die anderen lohnt. Und umgekehrt für die anderen, die werden ja nicht dazu gezwungen, das Brot zu kaufen, was im Umkehrschluss heißt, immer wenn irgendwer diese Transaktionen eingeht, tut er das nur, weil er oder sie sich dadurch besser stellt. Weil eben keiner tauschen muss. Das heißt, es kann per Definition in der Adam Smith Welt, Karl Marx hat das dann ganz anders gesehen, durch den Tausch nie jemandem schlechter gehen, weil wenn es einem dadurch schlechter gehen würde, dann würde man einfach nicht tauschen. Das heißt aber auch umgekehrt, durch immer mehr Tausch, durch immer mehr Arbeitsteilung, müssen alle reicher werden. Und der Reichtum, der damit verbunden ist, der nutzt nicht nur irgendwem, der geht sozusagen in die niedersten Teile der Gesellschaft. Weil entweder man macht mit, weil man was davon hat, oder man macht eben nicht mit. Und dann könnte man ja sagen, ja gut, dann geh halt zurück in den Wald. Also du musst ja nicht mitmachen bei unserer gesellschaftlichen Arbeitsteilung hier. Du kannst es ja so machen wie früher und probieren, dich mit allem selber zu versorgen. Aber Sie kennen ja diese Reportagen über die Leute, die da im Wald wohnen. Die sind jetzt meistens nicht wohlhabender als Menschen, die in arbeitsteiligen Gesellschaften leben. Das heißt, und das ist Adam Smiths Argument, durch den Markt und durch immer mehr Markt können wir alle nur gewinnen. Also es ist sozusagen eine Wohlstandsmaschine mit Wohlstandsgarantie. Und schon zu seiner Zeit hat er dann das Beispiel genommen, wie ein typischer Engländer 1750, also jemand in einer Gesellschaft mit viel Arbeitsteilung, besser lebt als, wie er sagt, ein afrikanischer König, also der reichste Mensch in einer Gesellschaft mit wenig Arbeitsteilung. Und auf dieser Idee von Adam Smith, der Idee der Arbeitsteilung aus egoistischen Gründen, die dann aber zum moralisch wünschenswertesten Ergebnis führt, daraus ist eben tatsächlich unsere
kapitalistische Welt entstanden. Und das eben noch viel mehr, als Adam Smith sich das jemals hätte träumen lassen. Und was für Ausmaße das angenommen hat, also ich finde das immer ganz nett mit den YouTube-Videos, weil dann habe ich mal eine Sekunde zu verschnaufen und die machen das auch besser, als ich es könnte. Das hat Ausmaße angenommen, dass sie sich nicht mal mehr erklären können, wie ein Bleistift hergestellt wird. Also ein Bleistift ist jetzt nicht das Komplizierteste, was man sich vorstellen kann, aber schauen wir uns doch mal mit einem YouTube-Video an, wie kompliziert die Produktion von sowas Einfachen wie ein einfacher Bleistift ist. So, anscheinend tatsächlich unglaublich. Ich meine, wer von Ihnen hätte jemals gedacht, wie viel dazugehört, ein, Moment mal, machen wir wieder die Präsentation, einen Bleistift zu machen. Ja? Tausende von Menschen, die alle nur ihre eigene kleine Arbeit machen, hunderte von spezialisierten Maschinen, Dutzende von Ingredients müssen alle zusammenkommen, um einen Bleistift zu machen, den sie dann für, ich weiß es nicht, was kostet ein Bleistift mittlerweile, 1 Euro, keine Ahnung, irgendwo kaufen können. Und jetzt probieren Sie sich mal zu überlegen, was, wenn das nötig ist, um einen Bleistift zu machen, was dann nötig ist, um ein Auto, einen Computer, um ein Haus herzustellen. Das heißt, wir sind, diese ganze Arbeitsteilung, wir würden da niemals wieder rauskommen. Also wenn Sie einfach nur probieren würden, sich einen Bleistift zu machen, würden Sie hoffnungslos daran scheitern. Sie könnten Ihr ganzes Leben versuchen, damit aufzubringen, einen vernünftigen Bleistift zu machen. Ich weiß nicht, ob Sie es in 80 Jahren schaffen würden. Und wir, ganz im Unterschied dazu, bemerken natürlich nicht mal, außer irgendein komischer Soziologieprofessor probiert Ihnen das darzulegen, was im Hintergrund alles passiert, damit am Ende im Laden ein banaler Bleistift für 1 Euro verkauft werden kann. Gerade weil es eben nicht so ist, dass irgendwer den Superplan darüber hat, sondern jede einzelne Person, die an diesem ganzen Prozess beteiligt ist, einfach nur probiert, ihr eigenes Interesse zu verfolgen, für sich das Beste rauszuholen, guckt, ob sie einen Job wechselt, weil sie da mehr verdienen kann, irgendwer überlegt sich, ob man mit einer neuen Erfindung mehr Geld machen kann, irgendwer erfindet dann zum Beispiel, denkt sich, ah, okay, es gibt ja jetzt schon Bleistifte, aber man könnte doch das Radiergummi oben drauf machen und so weiter. Und die Idee von Adam Smith ist gerade, dass all das funktioniert, weil kein Masterorganisator dahinter steht, der das alles plant und verwaltet, weil dazu auch mental niemand in der Lage wäre. Weil selbst die Produktion von einem Stift so kompliziert ist, dass die sich höchstens dadurch erklärbar ist, dass das sich geschichtlich immer mehr aufgespalten hat, aber keiner wäre mehr schlau genug, die gesamte Organisation auch nur von einem Stift zu organisieren. Glauben Sie es nicht mir? Lesen Sie es nach. Das hier ist ein weiteres berühmtes Zitat von Adam Smith. Also schauen Sie sich es erstmal kurz an. Also das ist eigentlich das Grundargument, diese verrückte Arbeitsteilung, die selbst bei einem Stift so unendliche Ausmaße angenommen hat, die ist nicht the effect of any human wisdom. Also da war nicht irgendein schlauer Typ, gut außer er natürlich, der sich das ausgedacht hat, wobei er würde ja auch sagen, ich bemerke ja nur, dass es passiert und sage, wir sollten es passieren lassen. Das passiert einfach nur durch das, was ich Ihnen erzählt habe, was da im Stamm im Kleinen passiert. Ich fange Wildschweine, du holst Brot. Und wir fangen jetzt mal an, sozusagen das zu tauschen und endet in der Welt, in der wir heute sind, in der man nicht mehr verstehen kann, wie ein Bleistift hergestellt wird. Das heißt, wenn man einfach nur jedem Menschen die Freiheit lässt, seiner sowieso schon natürlichen Bestimmung zu folgen. Denken Sie dran, es liegt laut Adam Smith in der Biologie des Menschen, diesen Handel zu treiben. Dann entsteht dabei laut Adam Smith das denkbar beste System, das viel komplizierter ist, viel besser funktioniert, als es sich jemals irgendein Mensch hätte ausdenken können. Aber das heißt natürlich nicht, dass für jeden Einzelnen zu jedem Zeitpunkt immer das Beste passiert. Hier zum Beispiel habe ich Ihnen mal einen Comic hingepackt.
der das probiert so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Also zwei Arbeiter, there it is again, the invisible hand of the marketplace giving us the finger. Also die unsichtbare Hand, die uns den Stinkefinger zeigt. Klar, Sie ganz individuell können in diesem Prozess auch entlassen werden. Sie ganz individuell können auch sich irgendeine Idee ausgedacht haben, aber dann kommt irgendwer und hatte eine bessere Idee oder Sie haben gedacht, Sie haben eine super Idee, aber eigentlich war das gar nicht so eine tolle Idee. Also er sagt nicht, für jeden Einzelnen wird dieses System immer perfekt funktionieren. Er sagt aber insgesamt, wenn man sich das Wohlergehen aller Menschen zusammen anschaut, dann kann es kein besseres System als dieses geben. Was muss der Staat dann eigentlich noch machen? Kann der Staat sich abschaffen? Und da sagt Adam Smith auch, nein, der Staat kann sich nicht abschaffen. Aber der Staat muss viel mehr oder darf viel weniger machen, als wir bisher denken. Der Staat kann sich aber zum Beispiel noch um Landesverteidigung kümmern. Der Staat kann zum Beispiel eine Feuerwehr aufbauen. Aber muss der Staat sich auch darum kümmern, dass jeder ein Handy hat? Sie würden wahrscheinlich bei Landesverteidigung irgendwie intuitiv sagen, ja, kann ich mir schon vorstellen, würde vielleicht sogar Adam Smith sagen. Aber beim Handy eher nicht. Aber warum? Was ist der analytische Grund? Der Grund ist in einem Wort Kollektivgüter. Es gibt bestimmte Güter, von deren Nutzung Sie niemanden ausschließen können. Das Beispiel, das ich dafür immer benutze, ist, wenn es Reihenhäuser gibt, dann muss der Staat die Feuerwehr organisieren. Wenn jedes Haus alleine steht, dann könnte man die Feuerwehr auch privatwirtschaftlich organisieren. Warum? Wenn jedes Haus alleine steht, dann könnte jemand sagen, entweder ich schließe eine Versicherung mit der Feuerwehr ab und die kommt und löscht dann mein Haus, wenn was ist. Oder eben nicht und dann verbrennt mein Haushalt, wenn ich keine Versicherung abgeschlossen habe. Wenn Sie aber Reihenhäuser haben, dann könnte ja die erste Person in der Reihe sagen, ja cool, also ich muss eigentlich keine Versicherung abschließen, weil ich weiß ja, die zweite Person in der Reihe, die hat eine Feuerwehrversicherung und wenn mein Haus anfängt zu brennen, dann müssen die das ja löschen, sonst greift das Feuer nämlich auf das andere Haus über. Und in solchen Situationen, ja, wo es sich um Kollektivgüter handelt, wo sie nicht Einzelne von der Nutzung der Güter ausschließen können, zum Beispiel Landesverteidigung ist auch sowas. Sie können nicht sagen, ein paar Leute halten sich eine Armee, die das Land verteidigen, sondern diese Armee wird dann notgedrungen ja auch das Land verteidigen, auf dem die anderen Leute auch mit drauf leben. Und das, sagt Adam Smith, kann alles noch, muss dann auch der Staat machen, weil es keinen Einzelnen gibt, der ein individuelles Interesse daran hat. Und wo fangen dann die Grenzen an? Naja, er würde zum Beispiel sagen, Schulbildung. Schwierig. Erste, zweite, dritte, vierte Klasse. Die Frage ist vielleicht auch sechste, siebte, achte, neunte, elfte, zwölfte. Da würde man wahrscheinlich sagen, wir können noch nicht so von den Kindern, so die Sechsjährigen oder auch die Eltern der Sechsjährigen, die haben das vielleicht nicht so drauf, dass die sozusagen selber eigenverantwortlich sich überlegen, will ich das oder nicht. Aber umgekehrt gibt es eigentlich wirklich einen Grund, dass Universitätsausbildung kostenlos sein muss. Also entweder die Leute gehen an die Uni, studieren da was und verdienen dann mehr, dann können sie es aber auch selber bezahlen. Oder sie verdienen nicht mehr, aber dann gibt es ja eigentlich auch keinen Grund, warum sie an die Universität gehen sollten. In keinem Fall muss eigentlich der Staat so richtig das Ganze bezahlen. Was wäre zum Beispiel mit einer Straße? Wenn man jetzt sagt, hier ist ein Gehweg. Ja, bestimmte Leute haben vielleicht ein Interesse an diesem Gehweg. Dann können doch die Leute einfach den Gehweg bezahlen. Ja, aber das funktioniert ja vielleicht nicht unbedingt, weil dann könnten ja andere Leute auch diesen Gehweg benutzen, obwohl die nicht dafür bezahlt haben. Und dann sagt jeder, na gut, mein eigenes Interesse ist nicht so groß. Dann müsste es wiederum der Staat machen. Wenn man aber andere davon ausschließen kann, wie zum Beispiel, das ist der Grund, warum in vielen Ländern man eine Autobahngebühr zahlen muss, weil man eben sagen kann, hier ist eine Schranke, wenn du die Gebühr zahlst, dann kannst du auf die Autobahn fahren. Wenn du sie nicht zahlst, dann kannst du halt die Autobahn nicht benutzen. Das heißt, bei allen Gütern, bei denen man Menschen von der Nutzung ausschließen kann, da kann man sagen, das kann man eigentlich auch privatwirtschaftlich organisieren. Und bei allen Gütern, wo man sagen kann, dass ein Individuum auch den Nutzen davon hat. Wenn Sie aber sowieso Güter haben, von deren Nutzung Sie Menschen schlecht ausschließen können, dann würde man eigentlich sagen, dass der Staat ein Interesse daran hat, es zu finanzieren. Das heißt, auch laut Adam Smith hat der Staat noch eine Aufgabe. Aber diese Aufgabe ist eigentlich nur, eine Infrastruktur bereitzustellen, von der keiner individuell ein Interesse hat, das so groß ist.
dass er oder sie die Infrastruktur bezahlen würde. Ja, also keiner würde sagen, mein Interesse an Bildung ist so groß, dass ich die Schule einfach selber zahle. Mein Interesse an der Straße ist so groß, dass ich die Straße auch für mich selber bauen würde. Ja, das ist sozusagen das Argument, würde Adam Smith sagen, warum Anarchie nicht funktioniert und man auch in seiner Marktwelt noch einen Staat braucht. Ganz davon abgesehen, dass eines dieser Kollektivgüter ja auch Sicherheit und Rechtsprechung ist. Der Bäcker könnte ja sagen, da gibt's jetzt wen anders und der probiert bessere Brötchen zu backen. Aber ich kann den ja einfach erschießen. So, das muss natürlich verhindert werden, auch laut Adam Smith. Und dafür brauchen sie halt einen Staat, der sagt, ja, kannst du machen, dann kommst du aber mindestens ins Gefängnis. Ja, also auch laut Adam Smith braucht man noch einen Staat. Aber der kann viel, viel weniger machen, als man so denken würde. Der muss nicht irgendwie sozial was bezuschussen, nur damit es dann Leuten besser geht oder so. Okay, genau, ich wollte jetzt sagen, gibt's Fragen und die können wir stellen und dann würde ich noch mal kurz die 5 Minuten Pause machen und dann können wir den Rest besprechen. Aber stellen Sie erstmal Ihre Frage. Absolut, genau. Also das wäre der Grund, warum auch Liberale oft Sozialhilfe befürworten, weil die ganz zynisch sagen, ja, also wenn jetzt immer die ganze Zeit Penner kommen und uns anbetteln und uns vielleicht sogar bestehlen, das ist ja doof, dann geben wir denen lieber Geld und eine Wohnung. Und wenn wir sozusagen so eine gated Community werden müssen, wenn wir jetzt hier immer alle so einen Zaun um unser Haus bauen müssen und da dann auch noch einen Wachmann beschäftigen müssen und sonst vielleicht auch noch jemand kommt und bei uns einbricht, das ist ja doof. Dann machen wir lieber Sozialhilfe sozusagen. Aber auch da entscheiden sich Länder ja unterschiedlich. Ne? Also Brasilien würde zum Beispiel eher sagen, ja nö, dann baut man sich halt einen Zaun um sein Haus drumherum und die USA auch tendenziell. Andere Länder, Deutschland würde sagen, ja okay, gut, du bekommst dann schon, es ist nicht viel, aber du bekommst halt prinzipiell mit Hartz IV, jetzt Bürgergeld, dein Leben lang zumindest eine Wohnung gestellt und so roundabout 500 Euro pro Monat. Aber könnte man argumentieren? Sozusagen, es gibt Sicherheit. Die Sicherheit ist gefährdet, wenn zu viele Leute zu arm sind. Das ist dann auch für uns Reiche doof. Also geben wir lieber ein klein bisschen was ab, damit dann die Armen sozusagen irgendwie in ihren Wohnungen sind und sich genug Essen kaufen können. Dann beklauen die uns nicht. Zynischerweise, aber ich probiere sozusagen die Logik nachzuvollziehen. Genau, das wäre halt das Argument. Man kauft sich sozusagen die Sicherheit, indem man die Armen zumindest so sehr mit Geld ruhig stellt, dass sie einen nicht mehr beklauen werden. Ja. Wenn man jetzt vom Sozialstaat nicht die Kauf auf der Arm sozusagen steigert, die man sozusagen mehr bringt, steigert es natürlich auch die Gesamtwertung des Marktes und führt dazu eigentlich daran, dass der Markt nicht wiederverwertet. Genau. Also das war das Argument von Keynes und alle sind sich einig, dass man das in Wirtschaftskrisen so machen muss. Die Frage ist aber, ob das normalerweise auch so geht, weil der Trick daran ist ja, sie schaffen das Geld ja nicht aus dem Nichts, sondern sie müssen es entweder drucken, aber dann gibt es Inflation und alle haben weniger Geld, damit sie es einigen geben können, oder das Geld, das alle haben, ist weniger wert, damit sie es einigen geben können, oder sie müssen es irgendwem wegnehmen und dem anderen geben. Das heißt, sie transferieren eigentlich Kaufkraft. Sagen wir, es gibt einen Ingenieur, der verdient 10.000 Euro, freut sich, gibt die alle aus und dann nimmt man ihm aber 1.000 Euro weg, damit wer anders die 1.000 Euro ausgeben kann. Die Kaufkraft ist ja nicht mehr geworden, sondern 1.000 Euro von der Kaufkraft vom Ingenieur sind zum Straßenbettler, sage ich jetzt mal, gewandert sozusagen. Das heißt, sie schaffen nicht magisch sozusagen mehr Nachfrage dadurch. Sie können sich verschulden, aber dann schaffen sie mehr Nachfrage jetzt, die sie in Zukunft ja aber irgendwie die Schulden wieder zurückzahlen müssen. Aber das wäre zum Beispiel, also das wäre jetzt zumindest das Gegenargument eines, ich sag mal, Marktliberalen. Ja, hinten rechts? Genau, ja. So könnte man das eigentlich nennen. Ja. Mhm. Ja, jetzt sagen Sie mir nicht, Sie haben schon mal einen Bleistift gebaut. Das heißt, dieses ganze System ja eigentlich
Genau. Genau. Prozess. Genau. Ja, genau. Ja. Ja. Ja, absolut. Genau. Nein, also ich glaube, Sie haben einfach total recht. Und das ist ja nicht nur zwischen Individuen so, dass man immer weniger kann, sondern das ist ja auch zwischen Ländern so. Also da, auch da kann man das zu weit treiben. Wir merken jetzt zum Beispiel, oh, es ist ja nicht so sicher, dass wir uns immer mit China richtig gut verstehen werden. Und es gibt halt total viel, das können wir gar nicht mehr machen, wenn wir China nicht haben. Vielleicht sollten wir mal wieder ein paar Chipfabriken oder so zurück nach Europa holen oder sowas. Also es ist immer ein Abwägen zwischen Autonomie und Effizienz. Ob das eine immer effizienter ist, sei dahingestellt, aber vom Prinzip her sozusagen. Und ich glaube, da haben Sie total recht. Ich probiere ja jetzt den Best Case for Adam Smith zu machen. Und da würde man sagen, es gibt Vorteile der Spezialisierung. Aber es gibt eben auch Nachteile. Und die werden immer weiter austariert. Und ich denke, man kann sagen, von 1990 bis vielleicht zur Corona-Pandemie, war es eine Zeit der Globalisierung, wo man sozusagen immer mehr auf Länder sich spezialisiert haben. Und vielleicht endet die gerade. Vielleicht sagen Länder jetzt, ist vielleicht doch nicht so gut, wenn wir unsere eigenen Medikamente nicht machen können und so weiter. Ne? Also es gibt Schattenseiten von dieser Spezialisierung. Ich will Ihnen jetzt den Rest der Sitzung heute nur noch drei Denker vorstellen, die vor Adam Smith kamen und die wiederum Adam Smith inspiriert haben. Das ist einmal Thomas Hobbes, den Sie vielleicht schon mal gehört haben. Das ist einmal Bernard Mandeville und das ist einmal Robert Malthus. Und jetzt müsste ich mich korrigieren, aber ich glaube, in der Gesamtvorlesung gehen wir sozusagen nicht weiter zurück in der Zeit. Wer war also Thomas Hobbes? Thomas Hobbes hat noch vor Adam Smith gelebt, von 1588 bis 1679. Und wer weiß vielleicht, was von 1618 bis 1648 in Europa war? Genau, der Dreißigjährige Krieg, also nicht so eine schöne Zeit. Und den hat Thomas Hobbes sich angeguckt und hat auch gemerkt, dass das ja nicht so eine schöne Zeit ist und hat vor diesem Hintergrund seine Schrift Leviathan 1651 geschrieben. Und darin fragt er sich eine total banale Frage, die wir uns jetzt aber auch gerade gestellt haben: Wie kann eigentlich soziale Ordnung entstehen? Was ist überhaupt soziale Ordnung? Soziale Ordnung ist, wenn Sie so wollen, auch so ein bisschen so ein Wischiwaschi-Begriff, aber in seiner Allgemeinheit bedeutet soziale Ordnung einfach nur, Sie kommen hierhin, ich erwarte, dass Sie hierhin kommen, ich bin Professor, Sie haben gewisse Erwartungen an meine Rolle, ich habe gewisse Erwartungen an Ihre Rolle und auch wenn man sich manchmal fragt, wer denn welche Erwartung jetzt angemessen ist und welche nicht, ob ich Ihnen zum Beispiel zeigen muss, wie man auf Teams kommt oder sowas, sind wir uns doch eigentlich alle halbwegs einig, dass naja, so ein paar Sachen hier akzeptabel sind oder so ein paar nicht. Sie würden zum Beispiel höchstwahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, dass ich Ihnen jetzt Ihr Frühstück zubereite oder sowas. Ne? Bei Ihrer Mutter oder Ihrem Vater, aber vielleicht schon, wer weiß. Oder auch nicht, ich weiß nicht, welches Verhältnis Sie zu Ihren Eltern haben. Ja, also das ist soziale Ordnung. Wie kommen wir dazu, dass wir Beziehungen zueinander haben, die wir aber auch irgendwie für ganz normal halten? Und jetzt kann man sich erstmal fragen, ja, aber was denn sonst? Und Thomas Hobbes sagt, das sonst ist der Naturzustand. Und der Naturzustand, das stellen Sie sich jetzt vielleicht vor, wie Sie irgendwie im Sommer hier schön auf den Wiesen lagen oder sowas. Das meint Thomas Hobbes aber nicht mit dem Naturzustand. Sondern Thomas Hobbes folgert, was ist der Naturzustand? Und Sie sehen, das habe ich Ihnen ja angekündigt, jede Theorie, jeder dieser Denker ist ein Zustand darüber, ist eine Argumentation darüber, wie der Mensch ist. Adam Smith, der Mensch ist handeltreibend. Thomas Hobbes sagt, der Mensch ist eigeninteressiert. Also der nimmt dieses Argument, mir geht's schlecht, wenn es dir schlecht geht, nicht als Ausgangspunkt seiner Überlegung, sondern der sagt, okay, man will ja möglichst viel für sich selber haben. Viel zu haben ist für mich besser als wenig zu haben. Das heißt, ich raffe eigentlich so gut es geht.
Das heißt, wenn ich die Chance habe, ihnen was wegzunehmen, habe ich eigentlich ein rationales Interesse daran, das zu tun. Und das ist ja nicht so toll, weil das eigentlich heißt, dass wir alle auch umgekehrt immer Angst haben müssen, dass jemand kommt und uns was wegnimmt. Und das auch mit Gewalt. Und das ist für Thomas Hobbes der Naturzustand. Ich habe Ihnen das mal, heute ist der Tag der langen englischen Zitate. Ich glaube, so viele werden es auch nicht mehr, in dem Zitat hier zusammengefasst. Und naja, was ich da immer ganz gut finde, sind Zombie-Filme. Weil, okay, bei Zombie-Filmen hat man natürlich noch das Problem, dass die Zombies auch noch rumrennen und allen probieren, alles wegzunehmen. Oder ehrlich gesagt natürlich eher die Brains aufzuessen. Aber das eigentlich Interessante an Zombie-Filmen ist ja, wie gehen Menschen mit anderen Menschen um? Und das ist eigentlich der Naturzustand, den Thomas Hobbes meint. Lesen Sie mal durch, was er damit meint. Also diese ganzen Zitate, die packe ich Ihnen hier hin, aber die stehen auch, weiß ich nicht, zieren dann irgendwelche Universitäten oder sowas. Das sind alles ganz berühmte Aussprüche. Das hier eben auch. Und er sagt, ja, in so einer Welt, wo alle probieren, allen anderen was wegzunehmen, ja, da werde ich nicht anfangen, hier einen Acker zu bepflanzen und den zu bestellen, weil, ja, dann kann ja einfach jemand kommen und mir das klauen. Ich fange nicht an, irgendwie hin und her zu navigieren, weil da könnte ja einfach jemand kommen und mich auszurauben. Ich kann mir kein tolles Haus aufbauen, weil dann kann ja einfach irgendwer kommen und sagen, cool, das Haus hier ist jetzt meins. Und das heißt natürlich auch, es entsteht keine Kultur, es entsteht keine Agrikultur, es entstehen keine Siedlungen, ganz zu schweigen von, es entsteht keine Wissenschaft, es entsteht keine Schrift und so weiter. Und das Schlimmste daran ist, dass jeder Mensch, der in dieser Welt lebt, die ganze Zeit Angst davor haben muss, dass er gewaltsam zu Tode kommt, so dass das Leben der Menschen solitary, poor, nasty, brutish and short ist. Also in diesem Naturzustand lebt jeder Mensch alleine, jeder Mensch lebt arm, jeder Mensch lebt fies, jeder Mensch lebt brutal und jeder Mensch lebt kurz. Nicht so schön, aber wenn Sie sich die Welt im 30-jährigen Krieg angeguckt haben, dann haben Sie eben tatsächlich gesehen, wie ein Heer an Soldaten gekommen ist und gesagt hat, okay, die Frauen hier werden jetzt vergewaltigt, die Männer werden jetzt hier umgebracht, die Ernte, die nehmen wir mit und die Häuser, in denen wohnen wir und dann zünden wir sie halt an. Also das war ja Realität, was Thomas Hobbes sich da angeschaut hat. Und was ist jetzt Hobbes Ausweg aus diesem Naturzustand? Wie kann eben die Ausgangsfrage soziale Ordnung entstehen? Und Hobbes Antwort ist durch den Staat. Und was ist für Thomas Hobbes der Staat? Für Thomas Hobbes ist der Staat folgendes. All diese Egoisten, die im Naturzustand rumrennen und sagen, ich würde dem einen dann ja eigentlich gerne eins über die Rübe hauen und mir dann das nehmen, was der hat. Problem ist aber, ich muss ja auch die ganze Zeit Sorge haben, dass die anderen kommen und mir eins über die Rübe hauen und sich nehmen, was ich habe. Und selbst wenn ich jetzt der Allerstärkste bin, dann hilft mir das nicht viel, weil die können mich ja überraschen oder die können das zu mehreren machen oder die haben irgendwie ein größeres, ein tolleres Schwert als ich habe oder sowas. Das heißt, keiner ist sicher in dieser Welt. Für alle ist dieser Zustand eigentlich schlecht. Und Thomas Hobbes sagt, all diese Menschen, und das ist fiktiv, das dürfen Sie jetzt nicht so vorstellen, als ob die das tatsächlich gemacht haben, die kommen zusammen und schließen einen, er nennt das Gesellschaftsvertrag. Und in diesem Gesellschaftsvertrag steht metaphorisch, keiner von uns will eigentlich diesen Naturzustand, in dem, auch ein ganz berühmter Spruch von Thomas Hobbes, der Mensch des Menschen Wolf ist. Das heißt, wir alle geben jetzt unser Recht zur Gewaltausübung an den Staat ab. Und der Staat kann dann allen Strafen die Gewalt anwenden. Und die Welt, in der wir dann leben, ist eine Welt, in der wir alle Handel treiben können, in der wir alle Aufgaben aufteilen können, ohne dass man sich immer überlegen kann, wenn ich jetzt probiere, bessere Brötchen zu backen als der andere, könnte der mir die einfach wegnehmen oder bringt der mich dann sogar um, weil ich seine Konkurrenz bin. Und Smith knüpft eigentlich an der Idee an, weil er sagt, ja, die Menschen sind auch schon egoistisch und der Staat muss sie deswegen hindern, so daran zu konkurrieren, indem sie sich beispielsweise gegenseitig umbringen.
Aber wenn das gegeben ist, dann kann man die Menschen eigentlich in Ruhe lassen, sodass sie in Ruhe Handel treiben können. Und der zweite wichtige Vorläufer von Smith war Bernard de Mandeville, der von 1670 bis 1733 gelebt hat. Und der setzt eigentlich an beim klassischen Argument der katholischen Kirche. Die katholische Kirche hat so ungefähr von das Mittelalter über, von 500 nach Christus oder streng genommen schon direkt nach Christus, bis ungefähr 1500 immer gesagt, nur wenn die Leute sich moralisch verhalten, kann die Gesellschaft moralisch sein. Ist ja irgendwie logisch. Nur wenn die Leute sich moralisch verhalten, kann die Gesellschaft funktionieren. Und dann hat die immer gesagt, seid doch mal ein bisschen netter zueinander. Man sieht das ganz gut. Sie kennen vielleicht die Säule der Erde, da ist so ein Fiesling und der will immer alle umbringen und der ist ganz böse. Und das Einzige, wovor er noch ein bisschen Angst hat, ist, aber nicht, dass ich dann in die Hölle komme. So, und das hat die katholische Kirche immer probiert, zu sagen, jetzt sei mal nicht ganz so fies, erschlag mal nur zwei und nicht drei, weil es könnte auch schon sein, dass du in die Hölle kommst. Ne? Nur, das hat halt nicht so gut funktioniert. Die Zeit zwischen 500 und 1500 waren nicht so happy times. Und jetzt kam Bernard de Mandeville und hat so ein Buch geschrieben, Bienenfabel, 1705, private Laster, öffentliche Vorteile. Und er erzählt von einem Bienenstock, wo nichts funktioniert, weil alle Bienen sich unegoistisch verhalten. Und dieses unegoistische Verhalten bedeutet, dass einfach keiner mehr irgendwas macht, weil keiner mehr einen Antrieb hat, irgendwas zu machen, wenn es ihm oder ihr nichts bringt. Und dann schildert Mandeville einen anderen Bienenstock, der von Egoismus angetrieben ist und der bestens funktioniert. Also wo jede Biene einfach sich nur überlegt, was ist jetzt am besten für mich, das mache ich und so funktioniert dann auch der ganze Bienenstock. Und das ist eigentlich sein Argument sozusagen gegen die katholische Kirche, dessen Argument ja immer war, nur wenn die Leute sich nicht egoistisch verhalten, kann die Gesellschaft funktionieren. Und Mandeville sagt das genaue Gegenteil, nur wenn die Leute sich egoistisch verhalten, kann die Gesellschaft funktionieren. Deswegen wollten Gerichte damals auch Mandevilles Buch verbieten. Sie meinten, dieses kann alle Religion und bürgerliche Herrschaft umstürzen. Und diese Idee, das ist eben tatsächlich die Basis der Gedanken von Adam Smith und damit die Basis unserer heutigen Welt, so dass am Ende unsere heutige Welt auf dem Argument basiert, dass Tugenden wie Genügsamkeit eine Gesellschaft in aller Regel nicht reich machen werden. Besser ist es eben, dass jeder für sich selber probiert, das Beste zu erreichen, denn dadurch kommt der Handel zustande und der sorgt dafür, dass es am Ende allen besser geht. Wie gesagt, ich bin kein FDP-Mitglied sozusagen. Nächstes Mal werden Sie sich fragen, ob ich Mitglied bei der Kommunistischen Partei bin. Aber es geht ja darum, dass man einmal versteht, wie diese ja, liberalen Denker, kann man übrigens eigentlich sagen, gedacht haben. Und die Idee dahinter ist, dass man nicht die besten Motivationen der Menschen anzapft, weil die sind leider zu schwach, sondern die stärksten Motivationen der Menschen anzapft. Und die sind leider nicht immer positiv. Das heißt, besser ist es, die stärksten Motivationen der Menschen in positive Wege zu leiten, als immer probieren, die schwächsten Motivationen noch ein bisschen stärker zu machen. Das heißt, man muss die weniger noblen Eigenschaften anzapfen und produktiv machen, damit es überhaupt genug gesellschaftlichen Elan in einer Gesellschaft gibt. Also mit anderen Worten, seid doch bitte mal alle nett zueinander, motiviert eine Gesellschaft und die Individuen einer Gesellschaft einfach nicht stark genug. Und das ist eben die Idee, auf der Adam Smith aufgebaut hat. Also, dass der Egoismus die Wirtschaft antreiben sollte, nicht die Tugend. Nicht, weil Egoismus besser ist als Tugend, sondern weil Tugend zu schwach und Egoismus eine stärkere Motivation als Tugend ist. Okay, der letzte der drei Denker, der Adam Smith und damit die modernen Wirtschaftswissenschaften inspiriert hat, war Robert Malthus, der von 1766 bis 1834 gelebt hat. Und sein Argument geht so. Im Mittelalter war die Idee, dass eine steigende Bevölkerung erstmal erstrebenswert ist. Weil eine steigende Bevölkerung bringt mir mehr Steuereinnahmen, mehr Streitkräfte, mehr Untergebene, die ich als König ausbeuten kann. Und Ende des 18. Jahrhunderts änderte Malthus das, weil ihm was ganz Einfaches aufgefallen ist. Nahrung wächst linear, Bevölkerung wächst aber exponentiell. Was heißt das? Seit Corona wissen vielleicht alle, was exponentielles Wachstum ist. Exponentielles Wachstum wäre 2, 4, 8, 16, 32, also immer eine Multiplikation mit einer Zahl, die dazu führt, dass eine Kurve meistens so aussieht. Lineares Wachstum heißt, jede Einheit wird was Neues drauf addiert. Also 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 und so weiter.
Das heißt, die Menschen, und Sie können sich das so vorstellen, zwei Menschen, sagen wir mal, jeder schafft es, jedes Paar von zwei Menschen schafft es, vier Menschen auf die Welt zu bringen. Ja? Die nächsten vier Menschen können dann aber acht Menschen auf die Welt bringen, die dann 16 Menschen auf die Welt bringen, die dann 32, 64, 128. Das heißt, in wenigen Generationen sind zwei Menschen zu 128 geworden. Mit Nahrung geht das aber nicht. Sie können nicht unendlich Felder multiplizieren oder Sie können nicht auf demselben Feld sozusagen irgendwann 200 Mal so viel anbauen, wie Sie da vorher angebaut haben. Das heißt, und das ist jetzt wirklich brutal, die Nahrung erhöht sich so und die Menschenkurve erhöht sich immer wieder so oder die will sich so erhöhen, bis die immer wieder an diese Nahrungskurve dran stößt und dann ganz einfach so lange Menschen verhungern, bis es eben nicht mehr so viele Menschen gibt. Das heißt, die Menschen vermehren sich schneller, als die Nahrungsmittelmenge ansteigen kann. Das heißt, die Bevölkerung muss immer wieder durch Hungersnöte beschränkt werden. Das trifft nicht mehr in entwickelten Ländern zu, seit den 1960ern, weil zum Beispiel durch die Pille insbesondere Frauen viel stärker selber beschließen können, wie viele Kinder sie haben wollen. Und die allermeisten Menschen wollen, wenn man sie fragt, knapp über zwei Kinder haben. Aber es erklärt tatsächlich sowohl Bevölkerungsdynamik in der Vergangenheit als auch immer noch Bevölkerungsdynamik in den heute am wichtigsten entwickelten Ländern. Und was daran wichtig für die Wirtschaftssoziologie, aber auch für Adam Smith ist, ist, ja, im Markt funktioniert das, aber es ist eben nicht so, dass man die Menschen generell einfach immer nur gewähren lassen muss und dann führt das zu einem natürlichen Gleichgewicht. Okay, was sollten Sie von der heutigen Sitzung mitgenommen haben? Wenn Sie diese Fragen hier beantworten könnten, inwiefern ist Eigennutz natürlich, zum Beispiel, weil Adam Smith gesagt hat, dass die Menschen biologischerweise zwar moralisch sind, aber anfangen werden zu handeln und es dann einfach natürlich ist, dass jeder probiert, da das Beste für sich rauszuholen. Inwiefern sind Menschen aber auch moralische Wesen? Die andere Argumentation von Adam Smith, wir empfinden in uns selbst Freude, wenn wir sehen, wie es wem anders gut geht und wir empfinden in uns selbst Trauer, wenn wir sehen, wie andere Leute traurig sind. Wie funktioniert die unsichtbare Hand? Ja, einfach nur, indem jeder probiert, das Beste zu machen, für sich rauszuholen, passen Preise sich so lange an, dass dann Angebot und Nachfrage zueinander findet. Und wenn es für mich keinen Sinn macht zu handeln, dann handle ich nicht. Das heißt, Handel lässt mich automatisch besser dastehen. Was soll der Staat erledigen? Was soll der Markt erledigen? Der Staat muss uns erstmal Sicherheit geben, weil dieses ganze Adam Smith-System nicht funktioniert, wenn die Leute sich alle gegenseitig umbringen, statt wirtschaftlich miteinander zu konkurrieren. Und der Staat muss beispielsweise Kollektivgüter zur Verfügung stellen. Wo die aufhören und wo die enden, das ist dann immer so ein bisschen die Frage. Aber wenn man sagen kann, es ist ein Kollektivgut, dann muss der Staat sich darum kümmern. Gut, das wären die wichtigsten Punkte heute. Von der Zeit wäre es eine Punktlandung und wir hätten sogar noch ein bisschen Zeit, dass Sie offene Fragen stellen können, wenn Sie